Ich habe Nadeln gekauft und jetzt gehe ich nach Haus. Also 14,95 haben die 14,90, also 15 Taler haben die Nadeln gekostet. Hatte ich auf dem Bazar auch, hatte ich gefragt, aber auch 15 gesagt. Ich hatte das 10 in Erinnerung. Also das mit den Hunden ist natürlich noch knifflig. Also wie gesagt, geschlechtsreif sind die dann, wenn das mit den Eiern da anfängt bei den Hunden. Und ja, sie halt, wenn die Blutung da ist, was nicht passiert ist, aber ich denke, das ist noch zu früh, aber es wird natürlich auch alles, nein, die sind noch zu klein, ja. Naja, nur mal schon mal so, dass man so einen Preis mal im Kopf hat, ne? Und die haben so eine Liste, wo die dann nachgucken, also. Keine Ahnung. Ich versuche das so lange wie möglich zu verschieben, weil es ist so, so beängstigend alles, weil er hatte eben auch am Telefon jemanden, die haben das auch gemacht, glaube ich, und dann hatte sich das entzündet. Ich weiß nicht, ob es darum geht, aber irgendwie hatte sich da auch was entzündet und so. Und die Frau, die am Telefon war, hat auch die ganze Zeit mit ihm telefoniert. Also es ist schon echt kacke, ne? Also dass du das machen musst, hätten wir sie mal 2 Rüden nehmen sollen. Ja, dass das bevorstand, wusste ich ja, ne? Doof. Ich weiß, ich habe mit Miley wirklich, ich habe so aufgepasst. Ne? Die müssen halt auch eine Halskrause tragen. Das Problem ist ja aber, Miley wollte die überhaupt nicht umhaben. Ich konnte die auch nicht anmachen. Und die haben sie ja dann abgemacht. Und so ein Kangal, der hat ja noch viel mehr Kraft. Keine Ahnung, der macht das ja kaputt. I don't know. Ich würde mal sagen, wir lassen den Rüden machen. Erstmal wird er dann ruhiger, aber das soll er ja nicht ruhig sein. Die werden dann natürlich träger, ne, wenn die kastriert sind, werden sie nicht mehr so wachsam. Der Rüde ist einfacher, das ist nicht so eine große Wundfläche. Und dann nerven die auch nicht immer. Das ist natürlich auch immer richtig eklig immer mit den Rüden. Naja, also. Und je kleiner, je einfacher wahrscheinlich, oder? Muss ich mit meinem Mann besprechen. Tja. Bei ihm ist das zwar einfacher, aber stell mir vor, sie haut mal ab, ne? Was ja sein kann. Und dann wird die ja sofort schwanger, weil sie will ja auch irgendwie raus. Dann sind ja auch unruhig. Bei ihm ist das ja nicht so schlimm. Beziehungsweise schon, dann wird er ja Straßenhunde schwängern. Das will man ja auch nicht, ne? Beide will ich nicht machen, also wenn nur einen. Ihn. Ist ungefährlicher, geht schneller, verheilt besser, inshallah. Mal gucken. Das ist die erste Schildkröte, die ich hier sehe. Ich habe hier noch nie eine gesehen. Es sollen hier ja ganz viele geben. Aber die sieht auch nicht mehr so gesund aus, ne?
die soll man ja nicht anfassen und nicht aus dem Weg räumen, weil wenn sie den Geruch des Menschen irgendwie annehmen oder so, irgendwas war da, ich weiß nicht genau, habe ich jetzt auch wieder vergessen. Das ist die erste Schildkröte, die ich hier gesehen habe. Und gar nicht ging. Was machst du denn hier? Sie sich da rein verzogen. Die hat, glaube ich, Angst vor mir. Na, dann lasse ich sie mal. Süß. Meine Nachbarin gerade getroffen. Ja. Ja, eine Schildkröte. Richtig süß. Es ist 12:30 und ich habe schon die Zwiebeln, bin jetzt gerade angekommen, habe die jetzt mal hier reingetan. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe ja noch einen Blumenkohl geholt und den Topf, der hat jetzt 39 Teller gekostet. Und den Euro habe ich für 35 getauscht, also 1 Euro kostet das Ding. Und genau. Die haben 10 gekostet, die Zwiebeln, und der hat 30 gekostet. Und dann hatte ich hier noch die beiden Kopftücher geholt, beziehungsweise das eine hier. Das ist einmal den Puschel, davon hatte sie nur noch diesen einen. Das muss man natürlich alles ganz richtig waschen. Das ist auch wieder so ein komischer Stoff, den ich nicht so mag. Und das ist das Kopftuch, das hat 50 gekostet und das hat 20 gekostet. Und ja, ich fand das jetzt ganz schön. Das ist so Chiffon-ähnlich. Das rutscht, aber ja, ich fand es trotzdem ganz schön. Jo, das war mein Einkauf. Ich gehe jetzt mal nach oben. Ich habe meine Gebetswaschung vollzogen. Und da wird gleich bestimmt gerufen. Ich setze mich ein bisschen in die Sonne. Mir ist schon kalt. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Ich brauche meine Strümpfe nicht an, aber der Boden ist schön warm. Der Fliesenboden ist warm. So sieht es heute aus. Wir waren ja schon am Strand, haben ja schon geguckt. So ein bisschen wellig war das heute. Ja. Es ist kurz nach 1. Es ist schon 5:30 und ich bin wieder voll hier in Fahrt, weil ich habe einige Probleme zu lösen. Leider. Ich zeige es euch mal. Ich brauche noch mal dieses Tau. Moment, ich brauche einmal das, weil, und dann brauche ich auch noch eine Schere, die Hunde, ne, hatte ich euch das heute Morgen gezeigt, was die da gemacht haben? Ich glaube ja, ne, ich glaube, ich habe so die große Schere, was habe ich damit gemacht? Was habe ich mit der großen Schere wieder gemacht, ne? Oh, Leute, da, so. Ich habe ja jetzt das folgende Problem. Zeige ich euch. Die Hunde sind in ihrem Ding drin. Erstmal habe ich ja das Problem, dass sie mir den Wasserschlauch abgebissen haben. So, das heißt, ich habe jetzt hier mal alles zugemacht. Da war ja alles auf, ne? Und die haben alles ausgegraben. Und jetzt habe ich da natürlich nur Angst, dass sie daran gehen. Aber die haben mir den Wasserschlauch kaputt gebissen. Das heißt, der Wasserschlauch muss weg. Und das Ding ist ganz schön schwer. Ne? Und ich habe auch echt keinen Bock andauernd, wenn ich irgendwie mal die sind da hinten im Garten. Ah, da rupfen die sich wahrscheinlich irgendwie Gemüse oder so ab. Naja, aber ich habe keinen Bock, jedes Mal den Wasserschlauch, ne, von da nach da zu holen. Das ist echt scheiße jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich muss irgendeinen Platz finden, wo die Hunde den nicht nehmen. Ja, vielleicht tue ich den in den anderen Gartenbereich, dass ich da den sonst immer wieder holen muss. Weil, oder ich tue ihn unten in die Garage, das wäre auch möglich. Naja, jedenfalls haben die jetzt hier Folgendes gemacht. So, das zeige ich euch einmal. Haben jetzt hier alles kaputt gerissen. Ich habe das schon wieder versucht, so ein bisschen
hier wieder rein zu wuppeln. Außerdem hatte ich das ja auch da befestigt. Das ist auch alles wieder aufgegangen. Logisch, das habe ich mir auch schon gedacht. Da werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwie mir was anderes ausdenken müssen. Aber das wird auch nicht das Problem sein, weil das wäre gelöst, wenn ich jetzt dieses Problem löse. Also Pascha hat heute versucht, diesen Stein hier weg, hier runter zu machen mit seinem Fuß, was ja auch überhaupt gar kein Problem für ihn ist. Er ist viel zu kräftig. Dieser ganze Zaun ist kein Problem für ihn. Aber die haben versucht, hier jetzt zu beißen, haben alles kaputt gemacht heute Nacht. Das ist neu, das war ja nicht. Und wenn ich das jetzt so lasse, dann werden sie den Stein darunter machen. Der wird ihnen auf den Fuß fallen, was überhaupt nicht geht. Diese Steine sind auch ziemlich von Gefahr belastet. Deswegen werde ich hier auch eine Lösung machen müssen. Aber hier ist jetzt erstmal das Allerwichtigste, weil hier könnte er ohne Probleme runterhopsen. Und das ist natürlich lebensgefährlich. Ne? Und noch schlimmer ist es ja eigentlich, wenn ihm das auf den Fuß fällt oder so. Ich will gar nicht dran denken. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde die Tür dahin stellen. Wir haben ja da die Türen. Also eine Tür hierhin und eine hierhin. Und dann müsste eigentlich erstmal das Problem gelöst sein. Weil das ist jetzt hier eine gefährliche Ecke natürlich. Ne? Logisch. Tja. Naja, ich werde das mal versuchen und festbinden werde ich das mit einem Band. Das hatte ich eigentlich ja auch gerade hierher geholt. Ne? Ja, anders geht's nicht. Ich kann das zum Glück hier festbinden. Und dann werde ich das versuchen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise so hinzubekommen, dass ich dass das Halt hat und nicht runterfliegt. Muss ich mal gucken. Also da dürft ihr mich jetzt bei begleiten. Wetter ist noch richtig schön und warm. Ich dann jetzt mit dem Band gemacht. Ich hatte doch dieses Tau mitgenommen. Habe ich das da hingelegt? Ja, da liegt es. Genau, ich will aber erstmal mein Stativ holen, dann kann ich euch irgendwo hinstellen. Oh, Leute, immer neue Sachen. Ne? Ich sag's euch. Immer neue Sachen. Auch die Aloe Vera haben sie ja total, da sind die total drauf. Ne? Ich guck dir das an. Ein Glück fressen sie die nicht, Alhamdulillah, bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Naja. Jeden Tag was Neues, ne? So, jetzt. Die Herrschaften sind doch schon am Anschlag. Die gucken schon ganz neugierig. Ich guck mal, das Kopftuch ist doch eigentlich ganz schön, oder? Ich glaube schon. Ich hätte schöner wäre es, wenn es nicht so bunt, also durcheinander wäre, sondern einer hat dieses Muster, aber das sieht ganz schick aus, wenn man entsprechende Kleidung hat. Dann passt das. Ich habe meine alten Schuhe wieder angezogen, weil ich keine Lust hatte, sie mir kaputt zu machen mit dem Stein, wie ich mich kenne. Knallt bestimmt wieder irgendein Stein auf meinen Fuß. Die Türen sind zum Glück nicht so schwer. Ich dachte, die wären richtig schwer, sind sie nicht. Sind an richtig leicht. Also ich habe ja schon tolle Experimente auch in Hamburg mit Türen hinter mir. Ich habe Türen rausgeholt und wieder reingehängt. Also wenn ihr wisst, in Hamburg sind die Türen richtig groß, ja, weil sie so hohe Decken haben. Ne? Die habe ich runter in den Keller getragen und wieder hoch, weil das ging dann doch nicht. Wollte ich sie wieder reinhaben oder wollte ich sie wieder abhaben, weil die Kinder ihre Fingerchen da rein. Also ich sag's euch. Gut, also jetzt gehen wir mal los hier. Und werden einmal alles versuchen zu vertauen. Wo stelle ich euch hin? I don't know. Irgendwo hin, wo ihr mich nicht stört. So. Vielleicht hier auf den Stuhl oder so. Oder wieder da oben. Nee, lieber auf den Stuhl. So. Ich glaube, da könnt ihr. Da ist, glaube ich, ganz gut. Thank you.
alles abgegangen. Ne?
andere Tür mache ich jetzt hier hin. Mal die andere Tür. Gut. Egal. Ich muss wieder richtig schlimm husten. Ne? Ich bin jetzt auch alles verschleimt. Das ist richtig nervig, ehrlich. Richtig steinig aus, Scheiße. Shit. Gucken, ob das so geht. Ich glaube, die andere ist auch so schwer. Ich kriege diesen Kackstein da nicht raus. Ne? Das ist gerade mein Problem. Bin auch gespannt, wie die Hunde gleich reagieren, wenn die das sehen. Was mache ich mit den Gartenschlauchen heute? Echt scheiße. Vielleicht sind die hier nicht ganz so schwer. Gucken. Ich glaube, die ist wie die andere. Nee, die sind alle gleich, die auch. Die andere ist größer, glaube ich, als die. Ich glaube, die ist nicht ganz so schwer. Ich glaube, die ist besser. Die ist besser. Nehmen wir mal die. Ich werde die mal nehmen. Dann stelle ich euch mal dahin. So.
Aber der Stein, zur Not muss ich den einmal mit dem Ding wieder aufmachen. Dann kriege ich das, glaube ich, ab. Der Draht ist zu fest. Ich den Draht einmal abmachen, knipsen, dann kann ich den Zaun so hochheben. Es ist so warm, ne? Es ist auch drückend warm. Übrigens habe ich geguckt mit den Knoblauchzehen, das geht richtig gut. Man kann sie stecken. Knoblauchzehen kannst du in die Erde stecken und dann würden sie so ein grünes Blatt entwickeln und dann auch sehr schnell, unkompliziert, so Gott will natürlich, so Allah will, Knoblauchzehen werden. Und mit den grünen Zwiebeln, das klappt auch. Die kann man auch so vermehren. Muss man aber jetzt erstmal im Wasser stehen lassen, ein paar Tage, damit sie neue Wurzeln bilden. Weil das sind ja jetzt alte Wurzeln. Die wollen, dass da neue wachsen. Und das passiert wohl auch recht schnell im Wasser. Und was habe ich noch geguckt? Petersilie kann man natürlich auch, Petersilie muss man eigentlich, ne, per Dings einpflanzen. Das habe ich ja nicht. Will ich mal gucken, vielleicht finde ich das bei Bienen, vielleicht, habe ich gedacht. Naja, aber jetzt muss ich erstmal dieses Steinproblem hier in den Griff bekommen. Ich kriege den Stein dann nämlich nicht raus, ne? Oh, das wird immer später und später und später. Wenn ich das hier abmache, dann brauche ich den Knipser gar nicht, seht ihr? Ich habe auch Magenschmerzen schon wieder, wahrscheinlich durch den Kaffee und kein Essen und so vorhin. Heute Morgen natürlich, denke ich mal. So, jetzt kriegt das immer noch nicht raus. Ne? Oh je. Jetzt. So, Leute. Und nun gucken wir mal. Thank you.
So. Auch gut. Okay, da kann eigentlich die Tür ja nicht runterfallen, theoretisch, oder? Theoretisch nicht. Würde das hier halten. Ich denke. Schau mal. Ich werde noch mal ein Loch reinbohren, da und da. Und dann habe ich da auch mehr Stabilität und dann werde ich das da noch mal festbinden. Aber heute reicht es, glaube ich, auch schon. Ja. Da wäre noch Gefahrenpotenzial im Verzug. Hier könnten die auch noch auf die Idee kommen, was aufzubummeln auf dieser Seite. Da kann ich dann auch keine Türe einstellen, leider. Muss man nicht hoffen. Aber das ist, ja, können die auch, ne? Vielleicht den Stein versuchen, da reinzumachen. Hier können die auch aufmachen. Da kann ich dann die Tür auch nicht befestigen, leider. Kann sie da nur so gegenstellen, vielleicht. Das kann ich ja mal probieren, Moment, ob ich sie da so gegenstelle, wisst ihr? Mal schauen. Darauf steigen. Ja? Wenn sie aber nicht machen. Thank you.
wie gesagt, jetzt, ich hatte eben schon mal was aufgenommen, musste das aber wieder löschen. Ich mache mir mein ganzes Haus hier hässlich, ne? Aber was soll ich machen, wenn die Hunde so sind? Kann ich ja nie ändern, ne? Ich habe meinem Mann gesagt, er soll das machen. Ich habe es gesagt, ne? Hört ja keiner auf mich. Jetzt habe ich noch diese eine Tür. Dann mache ich damit. Ich muss nochmal irgendwo hinstellen. Da haben wir auch noch Gefahrenverzug, aber da sind sie ja nun noch nicht. Da hinten wäre noch, da kriege ich die Tür aber nicht ran, weil da gehen die immer hoch, ne? Ja, aber da kriege ich die Tür ja nicht hin. Wie soll ich da die Tür hinstellen? Höchstens so, wie ich es da gemacht habe, aber das wäre ja sinnlos. Dann mache ich denen nachher noch so ein Steigbrett oder so. Ne, das lasse ich. Genau, also. Ich bin gespannt, was die Hunde dazu sagen. Die lasse ich jetzt raus. Beziehungsweise erstmal, wenn ich die Tiere füttern, die Hühner. Und hier muss ich nochmal einmal festschrauben, hätte ich fast gesagt. Nochmal einmal alles festbummeln. Mal schauen, was ich mit der Tür mache. Da wird mir schon was einfallen. Steht da jetzt auch Kacke, die werde ich mal wegnehmen. Aber was mache ich damit?
sind Russen mit ihren zwei kleinen Kindern in dem Haus drin. Hä? Wieso machen die das denn? Der Papa geht mit dem Kleinen nach oben und die Mama geht jetzt wieder mit runter. Was wollen die denn in dem Haus? Vielleicht denken sie, dass sie das kaufen können oder so. Das kann sein. Dem Haus des Gärtners sind die Russen. Allah, Allah. Tja, vielleicht wollen die das abkaufen. Man weiß es nicht. Naja, gut. Ich jedenfalls bin jetzt erstmal fertig. Na, man weiß es nicht. Ich fütter die Hennen jetzt einmal und dann lasse ich die Hunde raus. Guck mal, ein Ei. Das erste Ei von meinen Hennen. Seht ihr? Also die Hennen legen auch Eier ohne ihren Hahn. Wie machen wir sich über ein Ei freuen, ne? Weil das heißt, wenn die Hennen Eier legen, das heißt, dass es ihnen gut geht. Guck, ha, durch mein Futter, durch meine Hand, durch meine Fürsorge produziert ein Ei. Juhu! Was mache ich jetzt damit? Das sind Eier von Kampfhühnern. Das erste, ja, meine Hände sind furchtbar aus. Ne? Ich habe ja auch gearbeitet. Juhu! Ich freue mich. Ein Ei von meinen Händen. Ach, wie schön. Das ist doch echt schön, oder? Na gut, der dürfte zur Feier des Tages auch mal mit in meinen Garten kommen. Aber was mache ich damit? Essen? Ich bin ja so ein bisschen... Da muss ich ein Foto schießen. Freut mich hier. Wie kann man sich so freuen über ein Ei? Die haben aber ihr Wasser ausgekippt. Das muss ich jetzt einmal neu machen. Oh mein Gott, ist das schön. Aber nur ein Ei. Also das heißt, nur eine Henne hat gelegt. Oder die fressen tatsächlich ihre Eier. Und ich habe jetzt zufälligerweise das Ei entdeckt. Ne? Das kannst du haben, weil ich habe gehört, dass die das auch essen. Shit. Oh mein Gott, ist das schön. Das freut mich ja, dass es euch gut geht. Ja, Mann, jeden Tag ein Ei, das wäre doch nicht schlecht, ne? Also die Eier von den Kampfhühnern sollen sehr viel vitaminreicher sein, sagt man. Nährstoffreicher, I don't know. Aber essen ist ja trotzdem nicht. Meine Hühner haben ein Ei gelegt. Oh mein Gott. In der Aufregung habe ich die, glaube ich, noch nicht gefüttert. Habe ich oder habe ich nicht? So feiern es. Das kriegen die jetzt nochmal richtig doppelt und dreifach. Oh, ist das schön. Ja, die Hunde, die warten. Ich weiß, egal. Egal. Oma freut sich über ihr erstes Ei. Ich habe noch nie einen Huhn gehabt und ich habe auch noch nie ein Ei bekommen von einem Huhn. Logisch, weil ich noch nie einen Huhn hatte. Haha, richtig schön. Ja. Katzi war eben auch da. Guck mal, die ist auch da oben. Guck, warte. Katzi, du auch Hunger? Du auch Hunger? Ja, guckt. Da gucken die Hühner raus. Ja, hallo. Ihr feine Hühner seid ihr, ne? Ja. So, und du? Hä? Ist ja gut. Ist ja gut. Doch alles gut. Ja. Ist eine feine Katze, ne? Ist eine feine Katze. Hast du die Futauer gemacht beim Runterspringen? Hast du dir die Pfote wehgetan? Nee, ne? Hast du nicht, oder? Warum springst du da auch runter? Da springt ihr doch 100 Mal am Tag runter. Naja. Gut. Meine Güte, das ist ja aber endlich mal eine tolle Nachricht hier. Ne? Das ist ja aber eine tolle Nachricht, sag mal.
Ja, hallo. Ja, ich habe schon einmal Futter gegeben. Kriegen jetzt nochmal. Schön. Ja, sag mal. Ja, schön. Noch ein Ei. Ich habe noch eins gefunden. Das haben die in die Ritze gekackt, hätte ich fast gesagt. Da ist so ein Loch. So eine, und da war das andere Ei. Das ist doch schön. Das ist doch richtig schön. Aber hier ist so ein bisschen blutig. Warum? Ist das normal? Hä? Ist das Blut? Sieht so ein bisschen blutig aus, ne? Die Hühnerkenner unter euch, wisst ihr, was das zu bedeuten hat? Ja, ich weiß ja auch nicht. Aber was war jetzt damit? Der Ess tue ich dir ja nicht. Wenn die regelmäßig legen würden, dann ja, ne? Aber das waren ja jetzt so die ersten Eier, die ich entdeckt hatte. Vielleicht, wieso haben die selber gegessen? Aber da ist ein bisschen Blut dran, bei dem anderen nicht. Naja, gut. Also, dann. Schön. Ja. Gut. Dann sind die Hunde jetzt dran. Muss ich mir erstmal die Hände waschen, ne? Ja, waschen wir erstmal jetzt die Hände. Und jetzt gehen wir mal nach hinten, dann könnt ihr mal gucken, was Oma da gemacht hat. Ja, ich habe Colonia auf meinem. Ich habe, ja, das Halsband will ich noch mal gucken, ob ich da nicht noch das andere besser habe. Das ist aber noch dicker und noch breiter, aber vielleicht mal gar nicht so schlecht. Ja, das muss weg. Das muss da gleich weg. Ja, da findet ihr schon gleich eine neue Spielmöglichkeit, ne? Das geht nicht. Das tun wir mal da oben wieder hin. So. Genau. Da liegt's gut. So, den gucken wir mal. Also, da ist alles zu. Haben sie gleich entdeckt. Kommt, da hinten sollt ihr mal gucken. Komm, hier würde ich mal sehen wollen, was ihr macht. Kommt. Den Schlauch habe ich noch nicht weggemacht, ne? Ich könnte den Schlauch auch in den Pool machen, aber dann habe ich echt Angst, dass sie dann da reingeschubst, ne? Was war das denn hier eigentlich? Was ist das hier? So nass alles. Was war das? Auch komisch. Na, dann gucken wir ordentlich. Ich nehme das mal auf dem extra Video auf. Könnt ihr euch dann angucken. Ich bin beim Nachtisch angelangt. Ich habe nochmal meinen Nudelauflauf gegessen. Den brauche ich ja jetzt nicht nochmal zu zeigen. Eine Portion ist noch da, dann ist er alle. Alhamdulillah. Das ist mein Obstsalat noch von gestern. Der hat natürlich jetzt ordentlich Wasser gezogen, weil die Grapefruit mega wässrig war, also richtig viel Fruchtwasser enthält. Und dann habe ich mir noch meinen Dr. Edgar Cremeschante gemacht. Und das esse ich jetzt. Ich glaube, dass ich das... Oh, ich esse diesen Riesentopf auf, ne? Inshallah. Ich glaube, ich schaffe das. Naja, und dabei gucke ich mir Crystal Conjalar die 9. Folge an. Mein Lieben, ich habe wieder vergessen, meinen 19-Uhr-Vlog online zu stellen. Mir ist es noch eingefallen, als ich draußen war, da habe ich noch gedacht, bevor ich esse und mein Fasten breche, muss ich unbedingt den Vlog einstellen. Ist ja genau die gleiche Zeit, ne? 19.05 oder 19.07 ungefähr brechen wir unser Fasten. Und ich hatte den Vlog noch nicht eingestellt und da habe ich noch dran gedacht, nur habe ich es vergessen. Und dann habe ich 1,5 Stunden später jetzt eingestellt. Ist, glaube ich, mal nicht so schlimm. Genau, also Cremeschante habe ich tatsächlich fast geschafft. Nicht ganz. Abgewaschen habe ich auch schon, bis auf... das Ding, das muss ein bisschen einweichen. Jetzt mache ich mir meinen Tee. Ich habe nämlich so ein bisschen
weiß ich nicht, irgendwas würde ich gerne trinken, außer Wasser. Keine Ahnung, die Hunde bellen. Aber das ist Bonjuk. Die quietscht irgendwie so. Ich mach das mal gleich. Ich glaube, die sitzt wieder an dem Wasserschlauch da zugange, beziehungsweise an dem Platz da. Da lagen die eben wieder. Aber ich habe ja alles weggemacht. Ne? Also ich hoffe, da passiert nichts mehr. Ich habe übrigens meine Schwiegertochter gefragt wegen den Hühnern. Deren Eltern haben nämlich auch Hühner in Deutschland. Und die haben dann erzählt, oder sie hat mir erzählt, dass es durchaus sein kann, dass ein bisschen Blut am Ei mal ist. Gerade wenn das noch nicht so oft der Fall war, dass die gelegt haben. Oder wenn sie generell nicht so oft legen, weil das dann alles noch sehr eng ist. Vielleicht ist das Huhn auch jung. Dann hat es noch nicht so, ist das noch nicht so weit, die Gänge sozusagen. Das ist also nicht so schlimm erstmal, hat sie gesagt. Naja, gut, dann bin ich ja gespannt. Aber sie sagt auch, es kann auch sein, dass eine Henne quasi beide Eier gelegt hat. Ne? Das habe ich ja nicht gesehen, ob jetzt beide gelegt haben oder ob die eine... jetzt habe ich hier alles runtergeschmissen. Ob eine Henne zwei Eier gelegt hat, I don't know. Ich werde das auf jeden Fall beobachten, aber sie hat auch gesagt, wenn es das erste Ei ist jetzt, was du gefunden hast, dann essen wir noch nicht. Und ich soll auch drauf gucken, ob da ein Ei dort da drin ist oder ob das noch nicht drin ist. Dann, das ist nämlich auch immer wichtig, sagt sie. Und ohne Hahn logischerweise auch kein Küken. Ist auch klar. Naja, also da habe ich mir jetzt ein paar Infos geholt. Na gut, mein Lieben, aber für mich gibt es jetzt einmal den Hagebuttentee mit Honig und dann bin ich schon dabei, wieder Videos zu schneiden. Ich habe schon eine Menge eben wieder eingestellt und da hatte ich dann auch gesehen, dass ich den 19. Ich wollte meinen 21 Uhr Vlog einstellen, also türkische Zeit. Ne? Wir sind ja 2 Stunden weiter als Deutschland. Im Moment noch, ne? Bis zur Zeitumstellung. Ich glaube, das ist auch jetzt irgendwann, ne? Inshallah. Naja, jedenfalls habe ich da mit Entsetzen entdeckt. Und erst da ist es mir aufgefallen. Shit, habe ich gedacht. Ich habe den 19 Uhr Vlog auch noch nicht online gestellt. So, das hätte ich das gar nicht gemerkt. Das habe ich total vergessen, ne? Naja, also. Heute war ein aufregender Tag. Wir haben die ersten Eier. Bin richtig stolz auf meine Hennen. Ein Ei habe ich da tatsächlich liegen lassen auf dem Kasten. Vielleicht möchte der Gärtner das ja mitnehmen. Vielleicht ist er ja gekommen, das weiß ich ja immer nicht. Ich habe jetzt das Ei erstmal hier reingelegt. Ich werde das morgen mal gucken. Werde ich mal aufschlagen und mal sehen, wie es riecht und wie es aussieht. Außerdem habe ich hier meine grünen Zwiebeln in ein Wasserglas getan. Ich weiß nicht, ob das jetzt groß genug ist oder es wäre sowas besser. I don't know. Ich muss nochmal genau im Internet recherchieren. Und da soll das jetzt ein paar Tage drin bleiben und soll alle 2 Tage spätestens das Wasser wechseln. Und dann würden Wurzeln schlagen. Und dann kann ich, es sind ja Wurzeln, aber es soll nochmal Wurzeln schlagen sozusagen. Und dann kann ich es in Erde einpflanzen. Morgen gehe ich dann inshallah und hole Erde. Mal gucken, wenn die welche haben hier, das weiß ich nicht. Und genau, so sieht's aus. Ich verabschiede mich heute von euch und hoffe, ihr seid genauso glücklich mit mir zusammen, dass meine Hennen Eier gelegt haben. Die erklären mich alle für verrückt. Ich habe die Familie auch angerufen und gesagt, ja, toll, ich habe 2 Eier. Ja, ja, nun chill mal. Das ist alles nicht so. Denken sich, glaube ich, auch, ich habe sie nicht mal. Naja, jedenfalls kommt jetzt hier ein Löffel Honig nochmal rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Inshallah, beziehungsweise heute Nacht zu einem neuen Vlog wieder. Ich bin schon ganz heiser vor lauter Freude. Mit der Familie telefoniert eben. Und genau, dann möchte ich euch einen schönen Abend wünschen, einen schönen Tag. Mich bedanken dafür, dass ihr mich wieder heute durch den Tag begleitet habt. Und hoffe, dass ihr morgen auch wieder dabei seid. Und bedanke mich. Bis morgen. Tschüss.